Ja moin Leute, willkommen zurück auf meinem Kanal zu einem weiteren Apex Legends Season 14 News Update. Diesmal gibt es die 100% Patch Notes. Nehmt euch ein bisschen Zeit, es ist eine ganze Menge. Es gab schon lange keine Season mehr, wo so viel geändert wurde. Und es ist eine Menge dabei, was wir noch nicht wussten. Ich mache das jetzt chronologisch auf der EA-Seite. Leider ist sie bis jetzt Stand 4-5 Stunden nach Release der Patch Notes immer noch nicht auf Deutsch übersetzt. Ich gebe mein Bestes, um euch das hier so gut wie möglich rüberzubringen. Und ich muss bei ein, zwei Sachen, die extrem heftig sind, noch meinen Senf dazugeben. Gerade bei Walk finde ich von Respawn eine absolute Frechheit. Wartet einfach, bis es soweit ist. Es lohnt sich auf jeden Fall dran zu bleiben. Wir starten jetzt mal direkt. Ich fange jetzt aber hier nicht mit Vantage und Co. an. Das ist alles das, was wir schon wissen. Wie Vantage funktioniert, die Fähigkeiten und so weiter. Auch die Änderung von Kings Canyon werde ich natürlich nicht erwähnen, um das jetzt nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Level Cap Increase sollte auch klar sein. Für alle, die noch nie theoretisch Apex gespielt haben, Level 0 bis 4 mal Level 500. Wir können uns 544 Apex Packs freischalten, inklusive Prestige, und können mindestens ein Erbstück aus eigener Kraft freischalten. Wie genau das funktioniert, ist aber immer noch nicht beschrieben. Wenn wir jetzt schon Level 500 sind, starten die neue Season. Ob wir dann sofort in Richtung Prestige Level 1 umschalten, das kann ich nicht genau sagen. Da müssen wir einfach mal morgen abwarten, beziehungsweise heute, wenn ihr das Video sehen solltet. Battle Pass, das finde ich gleich mal eine richtig, richtig feine Änderung. Wir haben jetzt die Möglichkeit, dort kann ich vielleicht mal was einblenden, um das euch vielleicht ein bisschen bildhafter hier darzustellen. Moment, da bin ich ein bisschen schlecht vorbereitet. Und zwar können wir jetzt auf eigenen Wegen entscheiden, wie wir bestimmte Challenges meistern wollen. Ihr kennt das, ihr habt vielleicht eine Herausforderung im Battle Royale, die euch überhaupt nicht zusagt, die ihr lieber im Arena-Modus gemacht hättet. Wie zum Beispiel mache 7500 Schaden mit Assault Rifles. Wenn du jetzt keinen Bock hast, das im Battle Royale zu machen, kannst du das in jedem anderen beliebigen Modus, der gerade aktiv ist. Nur ändert sich dann so ein bisschen der Schaden. Hier in dem Beispiel ganz oben musst du dann eben 15.000 Damage mit einer Assault Rifle machen. Eben in einem anderen Modus. Das gibt dir einfach die Flexibilität, bestimmte unbeliebte Herausforderungen, die du schwierig nur meistern kannst in einem anderen Modus, wo du das vielleicht deutlich geiler hinkriegst, zu meistern eben. Ich denke, ihr wisst, was ich meine. Finde ich auf jeden Fall schon mal eine richtig, richtig geile Änderung. Ranked werde ich jetzt nicht zu viel erzählen, zumindest wer hier wie viel Prozent hier auf welchem Rang sind. Es gibt einige Änderungen, es ist nicht viel, das ist nur das. Zum einen werden die Startergebühren pro Division, egal in welchem Rang, überall um 5 erhöht. Das heißt, die kosten alle jetzt wieder 5 mehr. Wir müssen demnach zufolge überall ein bisschen mehr ausgeben. Und wenn ich das jetzt richtig übersetze, und das ist eine Änderung, die richtig geil ist und leider passiert tatsächlich nicht viel mehr, die Ranked-Punkte pro Kill bleiben scheinbar, wenn ich das hier richtig verstehe, immer gleich. Das heißt, du kriegst für die ersten zwei Kills waren es immer 100% Ranked-Punkte. Und für den dritten, vierten, fünften und so weiter wurden das immer weniger Ranked-Punkte. Und wenn ich das jetzt hier so richtig verstehe, bedeutet das, dass wir keinen Verlust an Ranked-Punkten haben, egal wie viele Kills mehr wir machen. Müssen wir mal abwarten, ob ich das so richtig verstehe. Wer das hier besser weiß, besser übersetzt hat, feuerfrei, korrigiert mich gerne in den Kommentaren, habe ich kein Problem mit. Ranked Resets sind wieder 6 Divisionen, wie wir es immer kennen, also anderthalb Stufen. Balance Updates geht es weiter. Das Laser Sight kommt für SMGs und Pistolen und ersetzt den Barrel Stabilizer für diese zwei Waffengattungen. Was macht das Laservisier? Zum einen reduziert es stark das Hüftfeuer, die Streuung, und wir können die Farbe des Lasersights beliebig anpassen. Dann wissen wir mittlerweile, die G7 und die Volt SMG kommen wieder in den Floor Loot, gehen aus dem Care Package raus, der Bogen und die Rampage gehen rein. Das Besondere bei der Rampage ist, kommt auch später glaube ich nochmal, du startest mit der Rampage, wenn du sie findest, schon mit einer Thermitgranate. Richtig krass. So, Crafting Rotation. Die Wingman und die KSMGs
Die Car-SMG gehen aus dem Crafter raus und die Devotion und die RE45 in Kombination mit Hammerpunkt gehen in den Crafter. In Kombination mit Hammerpunkt-Munition finde ich eine krasse Änderung. Und die Hammerpunkt-Munition, wenn ich mich jetzt nicht irre, findet man so im Flowloot gar nicht mehr. Die gibt es nur noch in Verbindung mit der 45. Ich gehe aber davon aus, dass wir den Hammerpunkt zum Beispiel dann darunter droppen können und auf die anderen beiden Waffen noch draufballern können, die Hammerpunkt-Munition auch tragen können. Gold-Waffenrotation, Longbow, G7, Mosambik 99 und Hemlock sind dann in Season 14 goldener Flowloot. Welche jetzt rausgehen, ich habe es mir leider in Season 13 nicht gemerkt. Dann haben wir Änderungen an den SMGs und an den Assault Rifles. Der Basis-Hüftfeuer, also die Streuung aus der Hüfte, wurde ein Stück weit erhöht. IVA 8 kriegt einen enormen Buff, wissen wir auch schon. Es wurden ein paar Improvements zum Rückstoß gemacht. Dann kann die IVA 8 jetzt einen Schaft tragen. Das war vorher nicht möglich. Dann wurde ein Pellet pro Blast entfernt. Also die Streuung, da fehlt eine Kugel. Ist jetzt nichts, was wahrscheinlich spürbar ist. Die Feuerrate wird aber erhöht. Wir können statt 2 Schuss pro Sekunde jetzt 2,3 Schuss abfeuern. Und das erhöht sich je nachdem, was wir für einen Barrel Stabilizer haben, beziehungsweise Shotgun Bolt so rum. Dann haben wir ein Pellet Damage Erhöhung pro Kugel von 6 auf 7 und beim Shotgun Bolt erhöht sich so ein bisschen noch die Schussrate. Weiß bleibt gleich. Ab Blau geht's los. Geschwindigkeit von 1,15 zu 1,2 und bei Purple 1,2 zu 1,3. Ob das jetzt mega spürbar ist, hoffe ich natürlich nicht. Ansonsten wird die IVA 8 uns allen wieder dermaßen auf den Sack gehen. Dann haben wir Änderungen am Bogen, logischerweise, der geht ja ins Care Package, deswegen wird er ein bisschen heftiger reinhauen. Der Schaden erhöht sich von 60 auf 70, wenn der Bogen komplett gespannt ist. Dann die Zeit, bis der Bogen komplett gespannt ist, wurde um 0,06 Sekunden reduziert. Sicherlich nicht spürbar. Shatter Caps, Pellets, der Schaden wurde auch erhöht von 11 auf 12, also pro Pfeil sozusagen. Die Pfeile, wenn wir die verschießen, irgendwo in eine Wand ballern oder an eine Legende, die sind nicht mehr einsammelbar. Du wirst nie wieder Pfeile irgendwo in der Wand finden, solange der Bogen im Care Package ist und die Pfeile verschwinden natürlich vom Floor Loot, das sollte auch klar sein. Die Rampage, da wird natürlich der Schaden jetzt ein bisschen erhöht, weil die auch im Care Package ist, von 26 auf 28. Und dass die mit einer Thermitgranate startet, hatte ich ebenfalls schon erwähnt. Die Vault geht ja wieder raus. Dort wird natürlich der Schaden wieder reduziert von 17 auf 15. Bei der Car-SMG ändert sich etwas, kann nicht länger einen Barrel Stabilizer tragen. Die G7, logischerweise auch angepasst aus dem Care Package raus, wird der Schaden von 36 auf 34 reduziert. Headshot Multiplikator wird reduziert von 2,0 auf 1,75. Und der Double Tap Hop-Up, der kommt ja jetzt wieder ins Spiel für die IVA 8 und die G7. Dort wird der Delay zwischen den einzelnen Schüssen ein bisschen erhöht, sodass wir nicht so oft zwischen den Bursts ballern können. Die Elster, die bekommt einen anständigen Buff, wie ich finde. Ob das notwendig war? Auf jeden Fall wird der Projektil, die Projektilgeschwindigkeit, die Kugelgeschwindigkeit, meine Fresse, die wird erhöht und der Überhitzungsschutz kommt erst 4 Schuss später. Von 20 auf 24 Schuss können wir dauerhaft durchspammen, bis die Waffe überhitzt. Und eine Änderung, wo ich gespannt bin, wie das umgesetzt wird, entfernt den roten Muscle Flash, das Geblitze, wenn du auf ein Ziel ballerst, was keine Rüstung mehr trägt oder wenn die Rüstung eben runtergeschossen ist, logischerweise. Kennt ihr, dann flimmert das immer so ein bisschen belastend. Wie das dann aussieht, bin ich sehr gespannt. Die RE45, da wurde die Field of View, quasi die Sicht, auf 70 konstant zu anderen Pistolen angepasst. Ich habe keine Ahnung, wie sich das im Spiel bemerkbar machen soll. Und der Strafe
Speed, wer nicht weiß, was das ist, dass das von links nach rechts gestrafe Bewegen, Ausweichen des Gegners, wird um 5% angehoben, so wie bei den anderen Pistolen, dass du ein bisschen schneller nach links und rechts dich bewegen kannst. Wingman, und jetzt kommt der Hammer, das ist so sinnlos, also ich halte die Änderung, dass die Wingman-Sniper-Munition bekommt, aus besagter Begründung, ich wiederhole nochmal den Urton von dem exklusiven Respawn-Presse-Livestream. Urton war, die haben das geändert, damit man eben nicht, wenn man die Wingman am Anfang findet, ein Stack, vielleicht maximal zwei Stacks Schwere aufhebt und dann kannst du bis ins Endgame dich da durchballern, ohne jemals wieder Munition aufzuheben. Und dann kam die Begründung mit Sniper-Muni, die findest du ja nicht so oft und wenn du dann Stack aufhebst, hast du halt dann nicht so viel pro Stapel in deinem Inventar. Und jetzt kommt der Hammer, die Sniper-Muni hier wird erhöht pro Stack. Von 24 auf 28 pro Stack. Und wenn du einen so einen Sniper-Muni-Dings auf dem Boden findest, sind das nicht 12, sondern 14 Schuss. Das wirkt quasi diesem eigentlich gewollten Nerf der Wingman total entgegen und ist für mich absoluter Blödsinn. Also ich weiß nicht, was der... Also dieser Schwachsinn... Völlig brainless, meine Meinung. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich weiß, dass dieser Wingman-Nerf sowieso nicht so geil ankam. Ein wirklicher Nerf ist es eh nicht, ansonsten verhält sich die Wingman und auch die Spitfire mit in Zukunft leichter Munition natürlich völlig gleich. Achso, die Wingman natürlich, wer es nicht weiß, natürlich auch Sniper-Magazine, sollte klar sein. So, Spitfire, leichte Munition und leichte Magazine und der Rückstoß, der vertikale Rückstoß wurde ein wenig angepasst. 30-30 Repeater. Der Dual Loader ist nicht länger auffindbar im Spiel. Der befindet sich jetzt automatisch schon in der 30-30. Das finde ich eine richtig starke Änderung. Kennen wir damals und ich habe keine Ahnung, wie der Hop-Up hieß, der die Triple Take und die Peacekeeper, dieses Visier, wenn du länger geaimt hast, wird ja dieses Visier kleiner und du triffst genauer. Dieser Hop-Up, wie hieß der? Und genauso ist das jetzt mit der 30. Der Dual Loader ist jetzt immer integriert und du lädst quasi immer zwei Kugeln nach. Finde ich eine coole Sache. Und natürlich kann die 30-30 jetzt den Skull Piercer tragen, der ja jetzt in Season 14 wieder zurückkommt. So, die Mastiff wird im Care Package ein wenig angepasst. Die Streuung wird reduziert. Finde ich krass. Die haut nämlich wirklich richtig rein. Aber das hat nun mal eine Care Package Waffe an sich. Und die Basisfeuerrate wird minimal reduziert von 1,2 auf 1,1 Schuss pro Sekunde. Und der Dual Loader wird bei der Mastiff entfernt. Das heißt, der Hop-Up ist sowas von weg und befindet sich nicht mehr im Ground Loot. Die Mastiff kann quasi keine zwei Schuss gleichzeitig nachladen. Die Sentinel hat jetzt inbegriffen, das ist genauso so eine Änderung, Dead Eyes Tempo und Shatter Caps fliegen ja raus und die Sentinel hat jetzt Dead Eyes Tempo schon in der Sentinel inbegriffen. Coole Sache, wie ich finde. So, Hop-Ups, Double Tap ist klar, muss man nicht weiter drüber reden. Skull Piercer ist auch klar. 35% Headshot Schaden Erhöhung bei Longbow, Wingman und 30-30. Hier steht auch nochmal Dead Eyes Tempo und Shatter Caps Remove vom Floor Loot. Warum die das beim Dual Loader nicht geschrieben haben, habe ich nicht so ganz verstanden, weil der ist garantiert dann raus. Boosted Loader has been reduced to Epic. Der Boosted Loader, der ist jetzt kein goldenes Equipment mehr, sondern lilanes. Who cares, ob das lila oder gold ist? Backpack ist ja ebenfalls bekannt. Der Backpack hat jetzt nicht mehr den Guardian Angel Perk, den jetzt nämlich das goldene Knockdown-Schild bekommt. Und zwar können wir mit dem goldenen Backpack jetzt Medikits und Batterien dreifach, nicht mehr zweifach stapeln und die Phoenix-Kits zweimal statt einfach im Inventar stapeln. Finde ich eine coole Änderung, aber ob der Guardian Angel, ja gut, der Guardian Angel Perk, der macht ja Sinn, das Knockdown-Schild wäre sonst useless, weil ja das Self-Revive komplett aus dem Spiel entfernt wird und ich bin sicher, es wird auch nie wieder reinfinden. Aber es gibt in den Game-Files Leaks über eine Legende, die das tatsächlich kann. Ich bin mal gespannt, wann die Legende endlich kommt. Die gibt es nämlich schon seit Ewigkeiten in den Game-Files. So, Knockdown-Schild habe ich gesagt. Self-Revive ist raus, bekommt jetzt aber den Guardian-Angel-Perk. Ganz wichtig,
Wenn du noch am Leben bist und ein Teammate hochheben willst, musst du derjenige sein, der das Knockdown trägt und nicht der Gedaunte. Ganz wichtig, sonst funktioniert der Perk nicht. Der Arkster kriegt einen Buff und Nerf, also ein Rework können wir sagen, hatten wir nicht das erste Mal. Und zwar wird der Schaden, und ich habe keine Ahnung, warum das genervt wurde. Das wurde schon mal genervt und wird jetzt eigentlich bis auf den Boden genervt, weil die Kunst, den Arkster an einer feindlichen Legende anzuheften, zu stacken, ist schon eine Kunst für sich. Der Schaden wird jetzt von 40 auf 10 reduziert und der Verlangsamungseffekt beim Stacken verschwindet. Der Verlangsamungseffekt trifft erst bei der Detonation ein. Erst dann bist du verlangsamt. Und die Detonation wird jetzt auf 75 Schaden statt 70 erhöht. Zu Explosive Holes, ich habe keine Ahnung, was die mir damit sagen wollen. Added Blue Attachments to Possible Spawns. Also hier werden blaue Aufsätze zu möglichen Spawns hinzugefügt. Laser Sight wird hinzugefügt. Und die Spawnrate von goldenen Magazinen wird reduziert. Und jetzt kommt der absolute Hammer. Walk. Walk wird in Grund und Boden genervt. Und ich finde es eine absolute Schande für alle, die in der ganzen Mache von Apex Legends drinne hängen. Vor ein paar Wochen bekommen wir ein Collection Event, wo wir das Erbstück für fucking viel Geld bekommen haben. Alle Walkmains, die diese Legende so lieben, und das ist einer der beliebtesten Legenden, die kacken jetzt alle, aber sowas von im Strahl in alle Richtungen. Es ist eine absolute Frechheit, dass den Leuten das Geld aus der Tasche gezogen wird, freuen sich auf das Erbstück und ein paar Wochen später wird diese Legende sowas von genervt, dass es nicht mehr feierlich ist. Und das hat Respawn schon mal gebracht. Das war irgendwann in den ersten anderthalb Jahren, da kam eine Pathfinder Edition raus und kurz nachdem die raus war, wurde der im Grund und Boden genervt. Es kann auch sein, dass es umgedreht war. Pathfinder wurde genervt und kurz danach kam die Pathfinder Edition. Also das ist eine Nummer, das finde ich an bodenloser Frechheit absolut nicht zu überbieten. Das Walk stark ist keine Frage, aber was hier los ist, puh, das ist heftig. Wir fangen an mit der taktischen Fähigkeit, der VTOL Jet. Zum einen dauert es jetzt 8% länger, bis du richtig in Fahrt kommst. Dann, wenn du das aktivierst, bevor du richtig losfliegst, verbrauchst du 33% mehr Sprit. Dann das allgemeine Flugverhalten und Strafing-Verhalten wird um 20% reduziert, also wahrscheinlich die Geschwindigkeit. Hier wird Debuff geschrieben, wenn du einen Slow-Effekt abkriegst. Das heißt, wenn du angeschossen wirst oder kriegst vielleicht eine Granate ab, dann kriegst du einen 20% Debuff auf dein Movement. So verstehe ich das. Und es wird noch eine dritte Farbe dieser Spritanzeige hinzugefügt zwischen Rot und Grün. Gesellt sich jetzt noch Orange, einfach als optisches Dingens, dass du siehst, oh, jetzt muss ich aber aufpassen. Heftig. Missile Swarm. Was haben wir da? Der Aim Turn Slow wird removed. Das heißt, wenn du davon getroffen wirst, kannst du weiterhin sehr schnell dich umdrehen, also ganz normal umdrehen und ganz normal aimen. Aber der Slow-Effekt bleibt bestehen. Der hält nur noch 2 statt 2,5 Sekunden. Und der Explosionsradius von den Missiles wird von 175 auf 125 verringert. Mit der Zahl werden wir alle nichts anfangen können, aber das sind 50, das sind einige Prozent, die der Wirkungsbereich reduziert wird. Und jetzt kommt die Ulti-Fähigkeit. Zum einen können wir 25% niedriger fliegen, also wir fliegen 25% weniger hoch. Ist schon mal absoluter Dreck, du fliegst so schon nicht sehr hoch. Und die Launch Time, also du fliegst 0,5 Sekunden schneller geht's los, aber du fliegst dafür langsamer in die Luft. So, und jetzt seid ihr dran. Ihr Walkmains, ihr könnt euch jetzt hier in den Kommentaren sowas von auskotzen und es ist berechtigt. Warum wird Walk so extrem
gebufft. Natürlich in den Global Series und so weiter wird sie sehr viel gespielt. In Ranked ist sie hat sie eine verdammt hohe Pickrate. Aber ob sie jetzt so hart angegangen werden muss, na, das wage ich mal aber ganz stark zu bezweifeln. Also, das hat einen faden Beigeschmack. Wenn das mit dem Erbstück jetzt letzte Season oder die aktuelle noch Season nicht gewesen wäre, wäre der fade Beigeschmack vielleicht nicht so derb, aber das ist eine Nummer. Kommen wir zu Horizon, bevor ich mich hier in schlechten Worten verliere. Das schwarze Loch, da wird die Hitbox ein bisschen vernünftiger gestaltet, um das, ich glaube, geschmeidiger zerstören zu können, keine Ahnung. Und Explosives, also Granaten machen 50% mehr Schaden, um das schwarze Loch zu zerstören. Bei Watson wird der Mast ein bisschen angepasst. Keine Ahnung, was damit genau gemeint ist. Dann haben wir Newcastle. Der bekommt ein Rework. Der Rework, Überarbeitung, seht's wie ihr wollt, kommt aufs Gleiche. Der bekommt auf jeden Fall ein paar Adjustments, die er wirklich verdient hat, weil er wirklich in Season 13, der kam raus, wurde gehypt, auch von mir gehypt, zugegeben. Ich habe ihn vor kurzem erst wieder gespielt und der ist eigentlich eine geile Legende. Warum den keiner spielt, verstehe ich tatsächlich trotzdem nicht. Der ist mega stark. Aber die Adjustments sind wirklich nicht schlecht. Retrieved Devoted, also quasi wenn du ein Teammate hochhebst, wird zum einen die Bewegungsgeschwindigkeit, wenn du den irgendwo hinziehst, um 25% erhöht. Geile Sache. Der Slow-Effekt wird um 50% reduziert. Wenn du dich umdrehen willst, während du dein Teammate hochhebst, bist du ja auch sehr langsam im Umsehen und so weiter. Das wird um 50% reduziert. Also du kannst dich schneller wieder umsehen, 50% mehr in dem Fall. Und dein Knockdown-Schild bekommt mehr Leben. Das Weiße bekommt 50 HP mehr, hat dann 200 und das Blaue hat dann 300 statt 250. Dann das mobile Schild, das bekommt auch einen fetten Buff. Hat dann statt 350 500 Lebenspunkte und die Bewegungsgeschwindigkeit, so interpretiere ich das zumindest, wenn du das nachjustierst oder irgendwo hinschickst, wird verdoppelt. Das Ding ist nämlich echt arschlangsam und ich denke, das ist eine richtig, richtig coole Sache. Hier hoffe ich, dass ich das richtig verstehe. Diese elektrifizierte Geschichte mit der Ulti, dem wird ein Verlangsamungseffekt hinzugefügt. Mehr lese ich hier nicht raus, vielleicht verstehe ich das falsch, aber meiner Meinung nach, wenn ich gegen so eine feindliche Wall gelaufen bin, werde ich so oder so verlangsamt. Also hier verstehe ich nicht ganz, was das bedeuten soll. Auf jeden Fall soll hier ein Verlangsamungseffekt erhöht werden. Mehr kann ich jetzt hier leider so nicht richtig übersetzen, dass ich das anders verständlich mache. Mad Maggie, Alter, Mad Maggie Hautgib, Alter, so in die Fresse. Das ist so krass. Die bekommt einen Buff, der sich gewaschen hat. Und damit habe ich nicht gerechnet. Wir fangen langsam an. Ihre taktische Riot Drill, die Geschwindigkeit wird verdoppelt, bei dem die das Teil rausballert. Also nicht die allgemeine Travel-Geschwindigkeit, sondern bis das quasi deine Hand verlässt, wird verdoppelt. Wrecking Ball. Und jetzt wird's mega. Travis twice as far. Also diese Wrecking Ball reist doppelt so weit, hinterlässt aber dabei genauso viele Magnete, diese Beschleunigungsdinger. Und das verstehe ich nicht so ganz. Die Dauer ist, ach so, die Dauer der ultimativen Fähigkeit beträgt dann 10 statt 5 Sekunden. Klar, wenn sich die Reichweite verdoppelt, ist es natürlich klar, weil die Travel Time ist ja trotzdem genauso lange langsam. Also muss ich natürlich die Zeit auch verdoppeln. So, dann haben wir Magnet Spawn Delay. Ja, der Delay bei den Magneten, der wird erhöht. Von 0,4 auf 0,8 Sekunden. Dann sind die Magnete wahrscheinlich ein Stück weit auseinander, diese Beschleunigungsdinger. So, und jetzt kommt der Ich hau Gibi in die Fresse Buff. Der Wrecking Ball oder diese ultimative Fähigkeit kann ja so einiges zerstören. Ihr seht es wahrscheinlich hier selber, was hier so alles schön steht. Black Market, die Castle, Tote, Mobile Shield und so weiter und so fort. Und hier kriegt Gibi direkt eins aufs Maul. Die Kuppel von Gibraltar ist mit der ultimativen Fähigkeit von Mad Maggie zerstörbar. Ist das nicht krass? Finde ich geil. Also ich finde es irgendwie geil. Ich bin auf eure Meinung gespannt. So, Fixed Wrecking Ball, not blinding and slowing enemies. Okay, das ist ein Fix. Okay. Rampart, da wird ein bisschen dieses Aufstellen deiner Cover
smoother gestaltet, weil ja manchmal irgendwelche Teammates im Weg sind und du willst das gerade aufstellen und dann funktioniert das manchmal nicht so richtig. Dann gab es noch einen Bug bei Caustic, wenn sich befreundetes und feindliches Gas treffen, dann hat der Schaden teilweise nicht hingehauen und du hast teilweise mehr Schaden bekommen, das soll jetzt behoben sein. Mirage, seine Decoys werden jetzt von Walk gescannt, wenn sie sich im Skydive befindet. Dann werden die Decoys von Seer im Heartbreak-Sensor, im Heartbeat-Sensor so rum erkannt. Das heißt, wenn so ein Decoy an dir vorbeiläuft, siehst du das pulsieren und als Seer könntest du dann vermeintlich denken, dass es der echte Mirage ist. Das finde ich auf jeden Fall auch eine coole Änderung. Und dann gibt es noch irgendeinen Bug, der hier gefixt wurde, nicht weiter interessant. Dann gibt es eine minimale Änderung an Revenant. Du siehst vorher so ähnlich wie bei Lifeline, wenn du deine ultimative Fähigkeit platzieren willst, wird die nicht einfach stupide hingestellt, wenn du es aktivierst, sondern du siehst vorher, wo die hingeht und kannst noch ein bisschen feinjustieren, dass es vielleicht nicht zu nah irgendwo an der Wand ist oder weiß der Geier was. So, Crafting Update. Eine Änderung, die ich sehr, sehr begrüße, wenn du jetzt so ein Harvester einsammelst, so heißen diese kleinen Dinge, wo du das Crafting-Metall rausziehst. Wenn du das einsammelst, bekommen deine Teammates ebenfalls das Material. Das heißt, deine anderen Teammates müssen nicht an dasselbe Ding nochmal rennen. Und ich finde dieses ganze Gecrafte und Material eingesammle, das zieht manchmal so die Zeit der Runde runter, dass du völlig aus dem Flow kommst. Finde ich eine positive Änderung. So, Shatter Rounds werden entfernt, ist klar. Hammerpunkt werden entfernt, können quasi nur noch bei der RE45 in Kombination gecraftet werden. Heavy, schwere Energy und Sniper Munition, nee, Magazinpreise werden von 35 auf 25 reduziert. Das Laser Sight kostet dann 25, kann gecraftet werden. Stocks und Barrel Stabilizer werden auch 25 statt 35 kosten. Skull Piercer wird im Crafting Dingens in der Rotation mit rein drin sein. Double Tap Trigger, Kinect Feeder. Kinect Feeder, das ist so ein sinnloser Hop-Up. Ich weiß nicht, warum es den überhaupt gibt. Dann Shotgun Bolt wird auch ebenfalls auf 25% 25 Crafting Metalle reduziert. Und das 2-4-fach Visier wird ebenfalls reduziert auf 30 von 35. Dann gibt es allgemeine... Achso, die Map-Rotation ist natürlich auch klar. Habe ich letztens drüber berichtet. Kings Canyon, World's Edge, Stormpoint und Olympus fliegt raus. In den Patch Notes wird nicht geschrieben, auf welcher, auf welchen Maps wir im Ranked zocken. Sorry, dass ich so viel stotter. Wir haben es schon 23:30 in der Nacht. Aber es sollte Kings Canyon und Stormpoint sein tatsächlich. So, dann wurde an den Replikatoren und an den Crafting-Materialien etwas gebalanced. Keine Ahnung, was es bedeutet. Ring Adjustments, auch sehr cool. Der Ring Damage außerhalb der Zone sozusagen in Zone 1 und 2 wird von 2 auf 3 HP pro Tick erhöht. Du bekommst mehr Schaden. Finde ich keine schlechte Sache. Und der erste Ring, der schrumpft, das dauert jetzt 60 Sekunden statt 3 Minuten. Das ist eine ordentliche Sache. Dann gibt es hier noch allgemeine Ring Close Times. Also wenn der erste Ring sich dann... wann der anfängt sich zu schließen oder wann der dann final geschlossen ist. Die Zeiten lese ich jetzt nicht weiter vor, ist nicht so interessant. World's Edge gibt es noch ein paar Änderungen. Da wurden einige frustrierte Sachen entfernt oder ja, keine Ahnung, es wurde ein bisschen was gemacht halt. Remove some frustrated final rings. Ach so, sorry, ja, sorry fürs Stottern. Ich habe jetzt hier dieses final rings, das habe ich jetzt völlig übersehen. Adjustments in den final rings. Dann bei Fragment Ost wurde der Loot von Low Tier auf Medium Tier erhöht, dass wir da bessere Beute finden. Added OOB to West Rocks at Lava Siphon. Ich habe keine Ahnung, was OOB bedeutet. Tut mir leid, ich kann euch hier null auf die Sprünge helfen, was das bedeutet. Wer es weiß, schreibt es in die Kommentare. Quality of Life gehe ich gar nicht drauf ein, ist nicht weiter spannend, außer eine Sache, die sehr interessant ist. Steht die hier überhaupt drin? Hier, das ist die interessanteste Sache. Wir kennen es alle, du stehst vor einer Tür, hast vor deiner Tür
Du willst die Tür öffnen, hast vor der Tür vielleicht noch einen gedownten Teammate, den du aufheben könntest, willst du aber nicht, willst vielleicht sogar erstmal nachladen. Es geht ja nur um Controller-Spieler. So, was passiert aber zuerst? Lädst du zuerst nach? Öffnest du vielleicht versehentlich die Tür, obwohl du das gar nicht willst? Hebst du auf einmal dein Teammate auf, obwohl du das vielleicht auch nicht willst? Das ist ein Riesenproblem, denn auf den Controllern, egal auf Xbox oder sonst welchen anderen Konsolen, du hast einmal die Möglichkeit, deine Taste so zu belegen, dass du drückst, kurz für Nachladen zum Beispiel, und gedrückt halten für Teammate aufheben. Und das kommt sich ganz oft in die Quere. Und das soll jetzt irgendwie behoben worden sein. Wie die Lösung dafür aussieht, können wir aus diesem Quality of Life Changes leider nicht rauslesen. Das ist auf jeden Fall eine Änderung, die bitter, bitter nötig ist. Wie oft ist es schon passiert, du willst dein Mate aufheben und öffnest diese verdammte Dreckstür. Bam, tot. Und du denkst dir, Alter, ich wollte mein Teammate aufheben, nicht die Tür öffnen. Und das soll damit behoben sein. So, Bugfixes ohne Ende. Ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ladies and Gentlemen, das waren alle Patchnotes. Leck mich am Arsch, eine halbe Stunde Patchnotes ist echt viel. Es tut mir leid, dass das Video so verdammt lange geht, aber es gab echt eine Menge zu erzählen. In diesem Sinne bin ich auf euer Feedback gespannt. Das war's von mir. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.